Unsere Wälder schrumpfen. Laut Expertinnen ist in Deutschland 2020 eine Fläche in der Größe des Saarlandes komplett zerstört. Und die Menschen sind daran nicht ganz unschuldig. Im Gegenteil, wir zerstören durch unser unvorausschauendes und egoistisches Handeln eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. Unser Wald ist wichtig. Neben der Hauptaufgabe des Waldes, der Speicherung und Umwandlung von CO2 in Sauerstoff, hat der Wald noch andere, lebenswichtige Aufgaben. Einen davon ist die Stabilisierung des Erdreichs, um Steinschläge und Erdrutsche zu vermeiden. Aus diesem Grund wurden auch Schutzwälder und beispielsweise Bergdörfer gebaut, um diese vor Gefahren zu schützen. Noch eine Aufgabe des Waldes ist die Speicherung von Wasser. Dadurch fungiert er wie ein Schwamm. Wenn zu viel Regen fällt und eine Überschwemmung droht, saugt er das Wasser auf. Dadurch gibt es keine Überschwemmung oder Hochwasser. Wenn nun kein Regen fällt und eine Dürre droht, gibt der Wald langsam aber sicher Wasser ab und verhindert damit eine Dürre. Unser Wald ist wichtig, das wissen wir bereits. Doch wie sollen wir jetzt den kaputten Wald wieder aufbauen? Eine heutzutage gängige Methode ist die sogenannte Aufforstung. Darunter versteht man die künstliche Wiederherstellung eines bereits kaputten Waldes. Das heißt, wir pflanzen keinen neuen Wald an, sondern besäen einen alten, kaputten. Es gab allerdings eine Kritik an dieser Methode. Vor allem, weil die aufgeforsteten Wälder, die nur aus einer Baumart bestehen, viel anfälliger sind für Schädlinge als andere. Das liegt zum einen daran, dass die Schädlinge nur eine kurze Distanz zurücklegen müssen, um einen Baum derselben Sorte zu befallen. Zum anderen, da die hauptsächlich verwendeten Bäume, also Fichten und Douglasien, viel anfälliger sind für Schädlinge als Laubbäume wie die Buche. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die entstehenden Monokulturen viel weniger biologisch wertvoll sind, da dort keine Artenvielfalt entstehen kann. Dass Monokulturen kontraproduktiv sind, wissen wir bereits. Doch wie kann man so eine Aufforstung nachhaltig gestalten? Ein der Hauptansätze dabei ist, Laubmischwälder statt Monokulturen aus Fichten und Douglasien zu pflanzen. Indem man diese Bäume, nämlich mit Laubbäumen wie Eichen und Buchen mixt, kriegt man einen sehr schädlingsresistenten Wald. Fichten und andere Bäume der Art sind flache Wurzler. Das heißt, sie werden schnell vom Wind umgeblasen und entwurzelt. Außerdem vertrocknen sie in einer Dürre ziemlich schnell, da sie nicht an tiefer gelegene Grundwasserschichten kommen. Die meisten Laubbäume hingegen sind Tiefwurzler. Das heißt, sie werden vom Wind nicht so schnell umgeblasen. Außerdem kommen sie in tiefe Grundwasserschichten. Daher können sie auch in einer Dürre länger überleben. Daher, lange Rede, kurzer Sinn. Aufforstung ist gut, aber nur nachhaltig. Hey, wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann informier dich doch auf Seiten wie die des Umweltbundesamts oder die der JBN. Hä? Was? Ja, klar, Bro. Okay. Von Big Money.